Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. 2023 ist das Jahr, in dem Home Assistant sich endlich mal mehr mit Sprachassistenten beschäftigen möchte. Und ich dachte, bevor das Jahr rum ist und wir schauen, was in dem Jahr passiert ist, schauen wir doch erstmal, wie der aktuelle Stand ist, mit welchem Projekt Home Assistant zusammenarbeiten möchte und was es eventuell schon an Features gibt. Alles weitere nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, zunächst einmal fangen wir mit dem Testaufbau an, den ich hier vor mir liegen habe. Das sieht vielleicht alles etwas durcheinander aus, lässt sich aber relativ einfach erklären. Wir haben hier einen Raspberry Pi, auf dem habe ich Home Assistant am Laufen und natürlich das aktuelle Home Assistant Voice Projekt namens Raspi. Das ist auch das Projekt, mit dem Home Assistant zusammenarbeiten möchte. Also diese beiden Projekte sollen mehr miteinander verschmelzen und dafür sorgen, dass Home Assistant einen eigenen Sprachassistenten bekommt. Warum möchte man überhaupt einen Sprachassistenten, fragen sich vielleicht einige, da es ja schon Alexa, Google Home und Siri gibt. Alle diese drei haben aber eins gemeinsam, sie sind cloud-abhängig. Und genau das versucht Home Assistant eben lokal hinzubekommen. Raspi ist das Projekt, was am allerbesten multilingual funktioniert und somit auch im deutschen Sprachraum einigermaßen gut funktioniert. Deswegen habe ich das jetzt schon mal hier drauf installiert. Und zusätzlich den guten alten Decon-Stick für die Zigbee-Funktionalität in Home Assistant reingebaut. Angeschlossen daran ist eine Lampe, damit wir einfach sehen können, was passiert, die jetzt aktuell natürlich eingeschaltet ist. Dann haben wir hier mein gutes altes Headset. Das benutze ich jetzt gerade einfach als Lautsprecher. Das ist aber per Klinke angeschlossen und man könnte natürlich auch jeden anderen Lautsprecher hier dran anschließen. Zu guter Letzt haben wir hier noch Netzwerk logischerweise und eine PlayStation-Kamera. Soweit ich das weiß, ist das eine alte PlayStation 3-Kamera, die wahrscheinlich, weil sie so günstig ist und ein relativ gutes Mikrofon mit integriert hat, am allerbesten von diesem Projekt unterstützt wird. Die kann man für ungefähr 10 Euro bei eBay erwerben. Ich packe euch den Link auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Und ja, dieses Setup ist quasi eine kleine Realisierung eines Sprachassistenten. Ich habe das Ganze jetzt programmiert. Das heißt, das Mikrofon wartet quasi nur auf mein Keyword, genauso wie ihr das von Siri, Google und Alexa kennt. Und kann dann eben Sätze verarbeiten, mir Antworten geben oder eben Aktionen ausführen, wie diese Lampe an- und auszuschalten. Hey Jarvis, schalte Bürolicht aus. Hey Jarvis, schalte Bürolicht um. So, wie ihr sehen könnt, das funktioniert schon mal einigermaßen. Allerdings, und das ist auch der Grund, warum ich das nicht mit in dieses Video reingepackt habe, ihr müsst sowohl bei Home Assistant als auch bei Raspi einiges konfigurieren, damit diese Verbindung so funktioniert, wie ihr sie hier gesehen habt. Also ich habe da wirklich sehr, sehr lange dran gesessen, um das jetzt so hinzubekommen. Und auch diese Sachen, die ihr gerade gesehen habt, funktionieren. Allerdings nicht so, wie ihr das jetzt von Siri kennt, dass ihr jetzt irgendwelche natürlichen Fragen stellen könnt, wie zum Beispiel, wie viel Grad haben wir gerade in Köln oder liest mir die aktuellen Nachrichten vor, sondern ihr müsst wirklich jeden einzelnen Sprachbefehl selbstständig da einbauen. Das Ganze ist also noch nicht ganz so ausgereift, dass ich sagen würde, man kann das wirklich hauptsächlich benutzen, zumal auch das Sprachmodell noch nicht zu 100% funktioniert. Klar habe ich jetzt hier optimale Bedingungen, ich bin direkt vor dem Mikrofon, keine Musik läuft im Hintergrund und so weiter, aber sobald eben eine dieser Faktoren nicht mehr ganz passt, funktioniert der Sprachbefehl einfach nicht mehr richtig. Und in meinen Augen ist es auch ziemlich komisch, wenn man in einen Raum einen Befehl reinruft und nichts passiert. Wenn ich das also zwei, dreimal sagen muss, damit das Licht dann wirklich umgeschaltet wird, dann drücke ich doch lieber den Lichtschalter, wo ich weiß, dass der jedes Mal funktionieren wird. Das heißt also, dieses Projekt ist schon cool und es lässt sich eine Menge konfigurieren. Man kann unterschiedliche Gerätschaften dafür verwenden. Das Ganze läuft theoretisch sogar auf einem Raspberry Pi Zero, also dem kleinsten Raspberry Pi, den es zu kaufen gibt. Ihr könnt unterschiedliche Wörter zum Starten der Erkennung auswählen. Also neben Jarvis habt ihr auch noch ganz viele andere zur Auswahl und könntet theoretisch sogar ein eigenes erstellen. Es gibt unterschiedliche Speech-to-Text-Variationen bzw. Text-to-Speech, darunter unter anderem auch Google WaveNet, was wahrscheinlich am besten funktionieren wird, aber natürlich wieder mit der Google Cloud connected ist und dementsprechend dann den Sinn von einem lokalen Home Assistant irgendwie ein bisschen verfehlt. Ihr könnt die Befehle, so wie in meinem Fall, direkt an Home Assistant senden oder eben auch MQTT-Befehle daraus senden lassen und somit auch zum Beispiel eine Steuerung über Node-RED oder eben euer ganz eigenes Projekt realisieren. Und natürlich der hauptsächliche Faktor, dass das Ganze lokal verfügbar ist. Ich packe euch auf jeden Fall mal den Link zu Raspi in die Beschreibung. Könnt ihr euch das Ganze selber anschauen und wenn ihr Bock habt, das auch selber aufsetzen. Zusätzlich packe ich euch meine Docker Compose File rein. Die funktioniert zumindest mit dieser PlayStation Kamera und dem Raspberry Pi zusammen. Wunderbar. Und wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt eine Anleitung haben, dann werde ich die euch auch in einem separaten Video mal erstellen.
Aber das Ganze ist schon etwas aufwendiger zu konfigurieren. Ich warne euch nur vor. Aber das soll es dann auch mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht sogar geholfen. Wenn ja, würde ich mich natürlich sehr über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.